Herren, herzlich willkommen zur Verleihung des Gigahertz-Preises. Schön, dass Sie gekommen sind. Ein Preis, der in seiner musikalischen Ausrichtung und in seinem Preisgeldvolumen einzigartig ist in Deutschland. Schließlich wollen wir heute Abend in drei Kategorien insgesamt 77.000 Euro Preisgeld vergeben. Das zeigt ganz klar, welchen Stellenwert die elektronische Musik in Deutschland und ganz besonders hier in Baden-Württemberg hat. Denn wir sitzen hier ja im Land mit den wichtigsten deutschen Studios für elektronische Musik. Das Freiburger Experimentalstudio, das SWR und natürlich hier das ZKM-Institut für Musik und Akustik in Karlsruhe. Und genau von diesen beiden wird auch der Gigahertz-Preis für elektronische Musik seit 5 Jahren vergeben. Los geht's mit dem Gigahertz-Preis für Tanz und Medien. Für die Bewerbung musste zweierlei eingereicht werden. Einmal ein fertiges Werk, das entscheidet, ob man in die Endrunde kommt, und ein Projektvorschlag, der ebenso überzeugend wie realisierbar sein sollte. Und der kann dann am Ende bei der Jury den Ausschlag für die Preisentscheidung sein. In diesem Jahr geht der Gigahertz-Preis für Tanz und Medien an Miriam Gurfink und Kaspar T. Töplitz für Data Noise. The first time I met Kaspar Töplitz was when I came a number of years ago as a visiting artist to the art school where I teach in Normandy. I was amazed by the way he presented his work as a composer, using words that made us understand sound as culture, as something material, working with sound as pure material, from the very inside of it. In relation with dance, the sound is sculpted using different tools in close relation with the dancer's body. Wir kommen zum Gigahertz-Preis für elektronische Musik, bei dem sonst 5 Preise vergeben werden, 4 Produktionspreise und ein Hauptpreis für ein Lebenswerk. In diesem Jahr war die Qualität der Einreichungen aber so hoch, dass die Zahl der Preise erhöht worden ist. Ein zweiter Hauptpreis ist dazugekommen und ein Produktionspreis wurde in 2 Förderpreise aufgeteilt. Wir beginnen mit den beiden Förderpreisen in Höhe von 4.000 Euro. Die gehen an Douglas Henderson für In Order und Kumiko Omura für Double Contour Infinite. Und einem der 3 Produktionspreise in Höhe von 8.000 Euro an Lara Mossiano für Raggi di Stringhe. Und das ist ein Applaus wert, oder? Wenn man das verkündet. Diese 3 haben wir zusammengefasst, denn alle werden hier am ZKM im Studio ihre Produktion verwirklichen. Und die Preisgelder, die wir hier vergeben, das ist klar, ne? Die sind nicht für den nächsten Badeurlaub, sondern das ist die Produktion, die dann realisiert werden darf. Und hier kommen die anderen beiden Produktionspreise, jeweils mit 8.000 Euro dotiert. Die gehen an Brice Posset für Schwarzmärkte und Valerio Sanicantro für Force Motrice, die im Experimentalstudio des SWR produzieren werden. Meine Damen und Herren, wir kommen zu den beiden Hauptpreisen, die jeweils mit 10.000 Euro dotiert sind. Beide sind für das Lebenswerk und wir beginnen mit dem Preis an Emmanuel Nunez, der leider im September mit 71 Jahren gestorben ist. Für die Laudatio darf ich Franck Madlener, Komponist und künstlerischer Leiter von IRCAM, dem Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique in Paris, auf die Bühne bitten. Mesdames, Messieurs, chère Hélène et chère Martha, am 10. Juli dieses Jahres haben wir hier im ZKM den Gigahertz-Preis an Emmanuel Nunez vergeben. Damals konnten wir nicht ahnen, dass es den Komponisten verfährt sein wird, den Preis heute in diesem Haus persönlich entgegenzunehmen. Emmanuel Nunez verstarb am vergangenen 2. September. Unermesslich ist der Abstand, den der Tod schafft. So verweist er uns unmittelbar an das, was bleibt: das Werk, das lebendige Denken, die Freundschaft mit einem Menschen europäischer Bildung und Kultur und mit einem mutigen Menschen. Die Idee des Weitzyklus und der großen Form
rücken hier in die Nähe von Stockhausen, einem seiner Lehrer, und von Wagner, sein Leuchtturm. Bei Nunes ist die Wahrnehmung der Dauer stets eine Reflexion über die Dauer der Wahrnehmung. In seinem Werk kommen die Kraft der musikalischen Figur und des Gesangs zum Ausdruck, der Ruf der Ferne und des Urklangs, die rhythmische Dichte, eine Art polyphone Besessenheit, die Räumlichkeit und die Zeitlichkeit des Hörens. A composição é um combate contra o silêncio, contra o não sonoro. Silêncio é tudo o que ouço em mim e que, no entanto, não pode tornar-se música. E seria ideal se, por uma perfeita capilaridade entre todos os estratos da minha consciência e do meu inconsciente, o ato da minha seleção fosse livre da contingência da minha existência cronológica. Ja, gut, ich will an dieser Stelle einfach nur sagen, dass mein Vater noch von dieser wundervollen Ehrung erfahren hat und er sehr gerührt war und es ihn sehr bewegt war. Dieser Preis hat ihn einfach sehr viel bedeutet. Wir haben uns spontan überlegt, auf Anregung von Martha, diesen Preis in einen Kompositionsauftrag umzuwidmen. Sowohl Herr Prümmer als auch ich, wir waren sofort bereit, uns da Gedanken zu machen, dergestalt, als dass wir João Rafael bitten werden, ein Werk für uns beide, für unsere beiden Institutionen zu schreiben, welches dergestalt aussehen könnte, dass es vom Ensemble Experimental, dem Hausensemble des Experimentalstudios, hier aufgeführt wird und hier im ZGM entsteht, in den Studios des ZGMs geschaffen wird. Ich freue mich, dass dieses so kurzfristig möglich war. Unser zweiter Hauptpreis für das Lebenswerk geht an eine Dame, die durch ihre wegweisenden Soundexperimente eine Pionierin der elektronischen Musik geworden ist, die Amerikanerin Pauline Oliveros. Und für die Laudatio darf ich Robert Normandot, vielfach preisgekrönten elektroakustischen Komponisten, unter anderem mit dem Gigahertz-Preis ausgezeichnet und Professor für elektroakustische Komposition in Montreal, auf die Bühne bitten. The first thing I would like to mention is the deep listening concept that you have named, developed, and elaborated over more than 25 years now. Some composers are important because of their music. Some composers are important because of their ideas and concepts. And some are important because of both. It's rare, and I think you belong to this category. The deep listening concept could be briefly described like this. It is a philosophy and practice developed by you that distinguishes the difference between the involuntary nature of hearing and the voluntary selective nature of listening. The result of the practice cultivates appreciation of sounds on a heightened level, expanding the potential for connection and interaction with one's environment, technology and performance with others in music and related arts. Thank you for that, for having helped us to listen more carefully to the world that surrounds us and to the sonic world that lives inside us. Congratulations. To stay here. You want to say something? Yeah, I just want to thank you very much for that beautiful talk you gave. Thank you. It really means a lot. Thank you. Thanks to ZKM. I'm very, very pleased and very happy. Thank you. Congratulations. Last but not least kommen wir zu dem Preis, der zum ersten Mal verliehen wird heute, der Gigahertz-Preis für Soundart. Ausgezeichnet wird die Publikation Siglo ID, die die Visualisierung von Klang auf außergewöhnliche Art und Weise thematisiert. Sie ist von Rochi Ikeda und Carsten Nicolai. Und für die Laudatio darf ich ZKM-Vorstand Peter Weibel auf die Bühne bitten. Dieses Buch enthält 11.636 Bilder, ja, in 4 Kapitel, die gemacht worden sind eben mit Hilfe eines Oszilloskops.
Und hauptsächlich fängt es an mit dem Sinusdome, der sich in 8 Quadraten befindet. Und dann haben die beiden etwas gemacht, was ganz was Außerordentliches. Sie kennen die berühmten Mappa Mundi, die Landkarten der Welt. Und Sie kennen Magellan, der versucht hat, die Welt zu umkreisen. Und was die beiden gemacht haben, ist eine Art magellanische Umkreisung der Welt des Sinustons, der Welt des Klangs. Sozusagen, sie haben die Urbilder des Urklangs gesucht, den Sinuston, und haben ihm von einer unendlichen Zahl von Möglichkeiten 11.636 Bilder ausgewählt. Eine unvorstellbare Leistung von 2 Spezialisten, die wirklich eben die Soundart sozusagen auf eine axiomatische Basis gestellt hat. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, was Euklid für die Geometrie geworden ist. Das sind mit diesem Buch, haben beide gewissermaßen die euklidischen Elemente der Soundart begründet. Und dafür verdienen sie zum ersten Mal diesen Preis. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. Meine Damen und Herren, wie angekündigt und wie in Ihrem Programmhefte ausgedruckt, Sie können jetzt Werke unserer Preisträger und auch von Preisträgern aus dem Jahr 2010 und im Jahr 2011 jetzt im Anschluss erleben, im Medientheater, im Foyer, im Studio der HFG und im Kubus. Ich wünsche Ihnen noch einen spannenden, anregenden, aufregenden Abend und viel Vergnügen und viele neue, spannende Eindrücke. Dankeschön. Applaus